Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein-Lyrik. Und ich hatte es ja angekündigt, ich wollte nochmal alle Sets zeigen, die bei Lego Stunts bisher erschienen sind. Lego Stunts, wer das noch nicht kennt, ist eine Unterordnung oder eine Unterkategorie von Lego City. Das heißt, alles, was wir hier sehen, lässt sich theoretisch natürlich mit Lego City verbinden. Da es normale Lego-Steine sind sowieso mit so gut wie allem. Nur hier hat man natürlich so als Lego-Verkäufer wahrscheinlich schon den großen Traum, dass man sich dann eben auch noch die Grundplatten kauft und das alles irgendwie zu einer großen Stadt zusammensteckt. Muss man aber nicht. Und man muss vor allem auch nicht alles haben, was wir hier sehen. Das ist nämlich teilweise ziemlich teuer. Ich habe mir die Sachen relativ zügig nach dem Verkaufsstart gekauft, diesen Sommer bzw. Herbst. Und schon da gab es erstaunliche Rabatte. So 30-40% waren da gar nicht so unüblich. Und ich glaube, das gilt auch bis heute. Komplett alles zeige ich nicht. Das liegt daran, dass diese Einzelmotorräder am Anfang nur zwei davon, soweit ich es zumindest mitbekommen habe, erhältlich waren. Inzwischen sind alle fünf zumindest bestellbar bei Lego. Ich werde mir die also die restlichen drei auch noch holen. Aber das sind einfach nur einzelne Motorräder wie dies hier mit Minifigur. Das bringt also nichts wirklich Neues ins System, es sei denn, man hat eben Lust, da gibt es ja auch ein paar witzige dabei, sie dann alle zu sammeln. Ansonsten, das kann ich auch schon mal spoilern, man kann schon sehr viel Spaß nur mit diesem Motorrad mit Schwungrad haben, weil die nämlich ordentlich, also wenn man richtig gut zieht dann oder drückt, dann die Dinger auch wirklich ordentlich was bringen und auch ziemlich stabil sind. Bei mir ist noch nichts kaputt gegangen, außer, ja, das werden wir uns gleich nochmal ansehen, es gab da so kleinere Seltsamheiten. Und der Rest ist, ja, nice to have. Den werden wir uns trotzdem angucken, weil ein paar nette Funktionen drin sind. Aber ob man deswegen so fast 100 Euro UVP ausgeben muss oder 50, 60, das möchte ich mal dahingestellt lassen. Vielleicht noch so 20. Das hatte ich aber auch schon bei meinen Weihnachtstipps erzählt. Und dann im Abrabatt mit 15. Aber genau das alles, das schauen wir uns jetzt mal genau an. Mögen die Stunts-Spiele beginnen. Stunts, immer nur echt mit dem Z am Ende. So, dann gehen wir es doch mal durch. Was sehen wir denn jetzt hier alles? Das, wie gesagt, sind diese kleinen Päckchen hier. Da ist dann ein Motorrad drin und ein Fahrer. Und davon, wie ich erwähnte, gibt es fünf inzwischen. Das heißt, ja, Motorrad und Fahrer. Der Fahrer hat aber typischerweise wie entweder Helm oder Haare. Beides ist drin, das kann man sich dann entsprechend einrichten. Dann das zweitteuerste Set ist das hier. Das ist die Stunt-Show, nee, das ist das, der Stunt Wettbewerb, das ist der hier. Das ist so das Set, wo ich sagen würde, ja, das lohnt sich auf jeden Fall vielleicht nochmal in die engere Wahl zu ziehen, weil da haben wir zwei Motorräder mit zwei Minifiguren und, das gucken wir uns gleich dann natürlich auch nochmal noch genauer an, hier so eine Möglichkeit, durch so einen Feuerreifen zu springen und haben auch schon eine Schanze. Wer also keine Lust hat, zu Hause sich selber was zu basteln, da kann er das dann nehmen. Die nächst teurere Variante ist der Stunt Park. Das ist dies hier. Während der Stunt Wettbewerb 73 Teile für 20 Euro UVP, wie gesagt, UVP fast eher vergessen, hat, ist der Stunt Park bei 30 Euro für 170 Teile, hat aber nur ein Motorrad. Da sind zwei, hier ein Motorrad dabei. Dafür eben ein bisschen mehr noch so an Firlefanz, mit dem man unterschiedliche Ideen verwirklichen kann, was man alles umkippen kann, durchfahren kann, rüberfahren kann. Gucken wir gleich auch nochmal genauer. Dann das nächste. Da sind wir dann allerdings auch schon bei 60 Euro. Das ist dies gute Teil hier. 48 cm Stunt Truck mit einem bedauernswerten Menschen, der immer wieder ins Wasser hier gestoßen werden kann. Achtung, zack. Ja, und man ahnt es natürlich mit einem Motorrad. Hier nur eins dabei in schwarz, aber immerhin 1, 2, 3, 4 Minifiguren. Und ja, ansonsten Truck. Und das größte Set, was dann noch eine neue Variante reinbringt, die eigentlich mit dem Motorrad gar nicht so viel zu tun hat. Davon gibt es nämlich nur eins dabei. Das ist die große Stuntshow-Arena für 100 Euro mit 668 Teilen. Immerhin sind da, ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Minifiguren dabei. Übrigens oftmals auch immer wieder welche, die man so aus der TV-Serie kennt. Ne? Die haben sie da immer mal so ein bisschen mit reingefriemelt. Ja, wer es braucht. Und hier haben wir eben einmal natürlich wieder Rampe und Sachen, die man umwerfen kann. Und ein bisschen was, was hier irgendwie ja, Verkaufsstand wohl sein soll. Und hier kann man was drehen. Aber interessanterweise gibt es eben noch zwei Monster-Trucks hier
inklusive der Möglichkeit, die dann über so Autos springen zu lassen. Auch das schauen wir uns jetzt mal noch genauer an. Wir wollen natürlich gleich auch noch ein bisschen Action sehen, aber ich wollte zumindest grob schon mal ein paar Funktionen vorstellen. Hier von dem 20-Euro-Set, dem Stunt-Wettbewerb, da kann dann hier, man ahnt es, nicht, wenn das hier durchfliegt und da ist die Rampe, dann kann man hier das Feuer umwerfen. Und das Interessante, und so will es Lego auch, ist, dass man das hier, wenn man will, natürlich dann auch auseinander nimmt, um dann erstmal andere Varianten aufzubauen, also niedriger oder höher, je nachdem, wie man das möchte, kann man das also dann hier entsprechend umbauen. Ja, und eben da die eine Rampe, die dabei ist. Netterweise sage ich ja, gerade für Familien mit zwei Kindern sind es gleich zwei Motorräder. Ach so, und wenn wir schon dabei sind, dann kann ich die ja zumindest einmal hier auch zeigen. Ja, wenn es denn da scharf wird, da. Hier hinten ist nämlich die Schwungrad und da passiert die Magie. Da hören wir es oder nichts. Das Sau läuft butterweich hier und hat wirklich schön eine Funktion und funktioniert wunderbar eben, dass das Ding wirklich ordentlich Schmackes kriegt, wenn man das ein paar Mal, man hört es vielleicht schon und dann geht das Ding aber auch wirklich ab. Tatsächlich habe ich aber auch schon eins gehabt von den Motorrädern, zwei, die ein bisschen anders klingen. Achtung, das rackelt ein bisschen und dreht sich nicht ganz so schön. Also wir können nochmal hier, da sanftes Klingen und bei dem hier eher so ein Rattern. Und ich hatte auch das Gefühl, dass der etwas weniger Schmackes hatte. Ich weiß nicht, ob der einen leichten Defekt hat, ob das schon durch Spielen kam. Also mein Sohn hat die Dinger natürlich ganz ordentlich schon in Betrieb gehabt. Aber mir fiel es bei dem Gelben hier auf und bei einem anderen, der hatte das auch schon, dieses Klackern. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ob euch das auch aufgefallen ist. Also er funktioniert immer noch, aber tatsächlich der andere, habe ich das Gefühl, funktioniert besser. Dann kommen wir zu dem Park. Auch ein Motorrad hier. Das ist aber ein gelbes. Mit, also man sieht übrigens auch, dass die unterschiedlich sind. Ne? Der hat hier graue Reifen. Der gelbe hier hatte zum Beispiel, das ist ein Einzelrad, orangene. Und der klang auch besser. Hier haben wir tatsächlich auch zwei Grundplatten, also diese kleinen Grundplatten dabei aus den City-Sets, wie man sie also ja dann haben kann, um das Ganze zu verbinden. Wir haben hier so ein bisschen Gebäude, wo auch ein bisschen Feuer ist, mit Spinnen. Wir haben hier auch so eine große Spinne. Hier ist was, was man umwerfen könnte zum Beispiel. Wir haben noch eine zweite Minifigur hier. Das sehen wir da. Und wir haben hier nur aufgebaut, witzigerweise, ja natürlich, damit man es umwerfen kann, auch diese entsprechenden kleinen Teile. Moment, da fahren wir mal runter. Das sehen wir hier, also da sind einfach so Fässer, da könnten wir natürlich jetzt alles umwerfen. Und auch hier diese Häuserteile sind nur nebeneinander gestellt, damit man schön damit dann eben auch ein paar Stunts machen kann. So können wir das dann aufbauen, können wir da sonst auch die Fässer drauf bauen. Also da kann man sich tatsächlich schöne Varianten überlegen. Das Dach kann man auch hier raufstellen. Da sehen wir, hier sind die Noppen auch, damit das irgendwie miteinander zusammenhängt. Wir können also drüber springen und damit das auch funktioniert, haben wir hier dann auch, da sehen wir schon, eben in dieser Straßenplatte auch noch die Rampen dafür, damit wir da das Ganze dann auch hochsetzen können. Wir das miteinander verbinden, um da einen Bereich zu machen. Also um so ein bisschen rumzuprobieren und da vielleicht mal eigene ja, Stunts sich noch zu überlegen, ist das ganz nett. Übrigens ganz witzig, dass Lego bei den Sets immer dazu schreibt, zumindest in der Beschreibung, bitte nicht in Realität nachmachen. Ja, jo, sag ich mal so, habt ihr recht. Also sollte man nicht nachmachen. Apropos nachmachen, wir machen das nächste Set vor. Und zwar ist das dieser Truck hier, wo auch sehr viel einfach drumherum ist. Also das braucht man nicht alles wirklich, um damit Action-Spaß zu haben. So wie es bei dem gerade eben mit der Spinne war. Die ist dann nett, aber macht ansonsten wenig Sinn. Hier macht es Sinn, dass wir hier eben auch wieder Rampen haben, die wir da nebeneinander hinstellen können. Die können wir auch netterweise, wenn wir wollen, hier dann für die Fahrt positionieren, damit sie dann auf dem Truck auch passen. Auch das Motorrad können wir hier hinstellen, damit es denn dann auch uns nicht abhaut, wenn wir fahren. Möglichst sollte man natürlich absteigen. Wir haben sogar eine Quietscheente hier, die das Ganze noch ein bisschen versüßt. Und eben eine Funktion, während wir hier unten die Piranhas sehen, da erkennt man sie vielleicht, dass wenn wir hier gegenfahren, der reinfällt. So, ist ein relativ einfaches Ding. Der wird einfach umgestoßen und hineingestoßen ins Piranha-Leben. Kein echtes Wasser drin. Ist ganz lustig. Ja, gibt es hier auch, da sehen wir eine Leiter dafür. Wir haben hier dann den Wagen da vorne. Was ist mir jetzt abgefallen? Achso, der, ja, vom. Ja, und wir können hier aber das aufmachen. Da ist aber nicht viel drin. Brauche ich jetzt nicht die Kamera umstellen. Da kann man einfach bequem drin sitzen. Gibt es eine Dose drin. Ja, also
netter, sehr bunter, quietschiger Truck. Hier sehen wir auch nochmal von vorne. Da hat er immer, das finde ich noch ganz lustig, hier diese Zähne drin. Wir können ihn hier auch abnehmen, dass der also nur da rumfährt. Das, wie gesagt, da ist mir gerade was runtergefallen. Jetzt kann ich es doch mal zeigen hier. Da sieht man, da ist nichts Großes, außer der obligatorischen. Da sehen wir eine Dose, die da hinten vorne drin ist. Jo, ne? Also wir können aber alles, wie gesagt, aufeinander packen und dann damit vermeintlich durch die Gegend fahren. Ja, ob das 60 Euro einem wert ist, man möge selbst entscheiden. Ja, und dann noch das 100-Euro-Set. Ja, da ist natürlich eine Menge drin, insbesondere ja mit den 7 Minifiguren, die wir da dabei haben. Wir haben ja auch wieder so Gedöns, was man eben für nichts anderes braucht, um da ein bisschen Atmo drin zu erzeugen. Das ist dann dies hier. Da gibt es hier irgendwie so ein kleines Wägelchen als Spielzeugfiguren. Können wir Hotdogs kaufen, ne? Hier haben wir hier eine Kamera zum Beispiel. Ja, kannst du haben, musst du aber nicht. Spannend ist zwei Dinge hier. Einmal, dass wir hier eben diesen großen Reifen haben, wo auch wieder ein paar Döschen hier rumstehen, über die wir springen können oder insbesondere natürlich stilecht abräumen können. Wir haben hier die Möglichkeit, eine Siegerehrung zu machen. Da gibt es auch einen Pokal, ja. Kann man ein bisschen mehr Rollenspiel machen. Aber spannend ist, dass wir nicht nur ein, dass wir nur ein Mieten, zwar nur ein von den Bikes hier haben, aber dafür zwei von diesen Monster Trucks. Und das sind hier diese Teile. Die sind ganz cool. Also die haben allerdings keinen Aufziehmotor. Die sind aber dafür ein bisschen gefedert. Hier sieht man schon, da zwar relativ simpel, indem da einfach nur dieses Weichplastikteil eingedrückt wird, aber es funktioniert. Also es fühlt sich an wie eine Federung. Und die Idee dahinter ist, dass man sie zum Beispiel den, kann man das hier schon gleich, räumen wir hier mal ab. So, kommt eh gleich weg. So, dass wir hier hinten drücken können. Und dann können wir ihn, wenn wir es geübt hätten, können wir ihn dann, ja, siehst du, genau, so muss das laufen. Dann klappt es auch mit dem Überschlag, so. Und dann haben wir hier noch einen zweiten davon. Hopp, genau, zack. Da, also das geht, aber das Ding hat keinerlei Schwungmotor, ne? Das ist nur hier Antrieb durch Hand. Ja, dafür sind dafür auch zwei da drin. Braucht man es? Weiß ich nicht. Sind auch beide ähnlich gebaut. Der eine gelb, andere Aufkleber. Da haben wir eine andere Minifigur jetzt da drin sitzen. Ja, ne, passt. Guck mal, hier haben wir auch eine sitzen. Da sitzt er. Jo. Und, ja, komm, weil es so schön funktioniert hat. Mach ich noch einmal. Ah, doppelter. Mensch. Jo. Macht sogar Spaß. Ja. Ja, dazu haben wir dann hier noch auch so eine Rampe, die sich sogar umklappen lässt. Je nachdem. Da könnten wir also mit dem Monster Truck rüber. Da können wir aber auch mit unserem Bike rüber. Und das können wir dann entsprechend umbauen. Und das Coole ist eben, dass wir hier noch so demolierbare Autos haben, die auch darauf ausgelegt sind. Das heißt, wir können also hier klappen wir nochmal das Verdeck, wie das Dach wieder hoch. So. Und dann wäre es eben die Idee, dass wir mit unserem Monster Truck hier rüberfahren und schön alles, da sehen wir es, eindrücken, so wie man es von diesen Shows auch kennt. Genau, oder einfach mal alles fallen lassen. Siehst du, eingedrückte Autos. Jo. Können wir dann aber ganz einfach wieder aufbauen. Und das gilt auch für unseren Monster Truck. Die sind hier auch nur so fixiert. Das heißt, mit denen könnten wir sogar fahren. Das sind mehr oder weniger vollwertige, naja, also sehr einfache, vollwertige Autos. Da ist nichts drin. Und das Verdeck, wie gesagt, ist auf Wegdrücken ausgelegt. Aber sie würden rollen, wenn wir daraus denn irgendwas anderes noch machen wollen. Und haben hier an den Seiten auch noch ein paar Rampen. Ja. Dann wollen wir doch mal ein bisschen Action noch mal sehen, oder? Also, ganz einfaches Prinzip. Wir nehmen das Motorrad, am besten dreimal richtig Schmackes geben und dann können wir ihn auch relativ sanft einfach hinstellen. Ups, durchgeflogen. Hey, gleich beim ersten Mal. Cool. Ja, und hier noch mal ein paar weitere Eindrücke. Ich hatte auch sogar noch ein paar andere schöne, aber die sind alle meinem Ellbogen bzw. meinem Pullover zum Opfer gefallen. Sprich, ich war irgendwie ständig mit meinem Arm im Bild, so wie hier, wo dann der kleine Kerl tatsächlich, was man jetzt gerade nicht sieht, durch das Motorrad dort ins Wasser befördert wurde. Ja, einmal mit Profis arbeiten. Naja, gut. Dafür sind zumindest diese Aufnahmen hier was geworden. Einmal mit Schmackes rein. Ja, und kommen wir doch dann jetzt zum Fazit. Also, die Dinger machen bannig Spaß, wie ich finde, diese Motorräder. Und ich habe auch von vielen schon gehört, die damit auch sehr viel Spaß hatten. Das scheint also nicht nur eine versprengte Einzelmeinung von mir zu sein. Das liegt aber vor allem an den Motorrädern. Also, dafür reicht grundsätzlich so ein Grundpack hier für 8 Euro, beziehungsweise im Angebot wahrscheinlich 6, 7. Da ist noch eine Minifigur dabei, geschenkt. Aber das Rad ist es ja vor allem, das Motorrad.
Und damit kann man schon mit seinem gesamten Ensemble, was man vielleicht zu Hause hat, an Steilen, aber auch an anderen Dingen, die man umwerfen kann, rüberfahren kann, springen kann, Rampen bauen kann, damit viel Spaß haben. Und wenn man ein bisschen mehr will, ist, glaube ich, dieses Set hier ganz okay. Da gibt es dann gleich zwei Motorräder und ein bisschen eine Rampe schon mal fertig, wo man durchspringen kann, ein bisschen Feuereffekt. Das ist nett. Oder auch das hier, was schon bei 30 Euro schon spannend wird, finanziell. Wie gesagt, Angebote sind natürlich eine Menge da in der Welt. Nur leider ein Motorrad, aber dafür eine ganze Reihe Sachen, die man umwerfen kann. Aber auch so, meines Erachtens, unnützer Firlefanz wie diese Spinne zum Beispiel. Und bei dem Rest, ja, das ist mehr so für Liebhaber, ne? Also, ich glaube, diese Stuntswagen hier, die sind noch ganz lustig, weil die ja so ein bisschen springen, wenn man sie hinten drückt. Aber das hat sich auch noch ein paar Minuten, glaube ich, erledigt. Da fährt man mal rüber, findet das auch ein paar Minuten witzig. Also, die Magie passiert hier mit dem Rad. Und dafür braucht man eigentlich diese Riesensets hier, meines Erachtens, nicht. Aber das könnt ihr selber sagen. Was haltet ihr davon? Habt ihr vielleicht was von den Großen und sagt, das ist aber genau das Richtige, das ist genau das, was mir richtig viel Spaß macht? Andererseits, mit normalen Lego-Sets kann man auch nicht ständig irgendwie was anderes, also kann man natürlich andere Sachen bauen, aber hat man vielleicht auch nicht so den bannig ständig neuen Ganz-Action-Spaß. Geben die sich dann vielleicht auch nichts. Aber wie gesagt, was sagt ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wir sehen und hören uns und bis bald. Tschüss.